Für alle Fälle wird Ihnen präsentiert von der Barf Ranch, Ihr Experte für die individuelle Ernährung Ihrer Fellnasen in Nürnberg und Gunzenhausen. Herzlich willkommen zu Für alle Fälle. Das ist der Rami. Der Rami ist 5 Jahre alt, ist bei uns gelandet, weil der Besitzer verstorben ist. Und muss trotz seiner 5 Jahre noch ein bisschen was nachholen lerntechnisch. Ja, also scheinbar hat er leider so gut wie gar nichts kennengelernt. Also er war weder Gassi, also er musste auf so eine Unterlage pinkeln, noch hatte der irgendwie Kinderkontakt, Menschenkontakt, Hundekontakt, also er kannte wirklich nichts. Bei uns lebt er mit einem anderen Rüden zusammen, das funktioniert sehr gut. Auch in der Gruppe so macht es sich super, also hundeverträglich ist er auf jeden Fall. Katzen haben wir noch nicht getestet und Kinder haben wir Gott sei Dank keine da, deswegen können wir es nicht testen. Bisschen Hundeerfahrung wäre dann wahrscheinlich nicht schlecht, wenn er so ein bisschen das ein oder andere Problem noch mit sich bringt. Das ist eigentlich so eine gute Mischung bei ihm. Also der ist eigentlich nicht so übertrieben drüber, der ist auch keine Schlaftablette, also eigentlich schon ein pfiffiges Kerlchen, der Bock hat, was zu tun. Wenn er jemanden kennt und eine klare Führung hat, denke ich auch nicht, dass er solche Geschichten noch macht. Also bei uns hat er das jetzt nicht einmal versucht. Er kennt halt einfach nichts. Ich denke, man muss einfach Geduld und Zeit mitbringen, dann wird es ein super Kerlchen. Degus gehören eigentlich nicht zu den besonders zutraulichen Kuschel-Streichel-Haustieren, sondern sind eher Beobachtungstiere. Die zwei, die wir hier gerade sitzen haben, es sind zwar natürlich auch keine Kuscheltiere, aber für Degus wirklich sehr, sehr entspannt und zutraulich. Also die wirklich, egal wer vorm der Scheibe steht, wird erstmal neugierig angeguckt. Sehr, sehr untypisch. Wer sind die beiden? Genau, das sind Rick und Morty, sind jetzt ungefähr 2 Jahre alt, 2 Männchen, Brüder vermutlich, laut den Vorbesitzern, beide kastriert und sind ansonsten wirklich sehr, sehr entspannt und zutraulich und auch sehr neugierig und gucken immer den ganzen Tag, was hier so los ist. Also die sind wirklich sehr, sehr entspannt. Das ist der Scott, den wir heute gerne vorstellen möchten. Unschwer zu erkennen, ein Rottweiler. Bube, 2 Jahre alt. Erzähl was über ihn. Ja, also der Scott steht gerade halt voll im Saft. Das ist gerade so ein richtiges Pubertier, der gerade halt ein bisschen ausprobiert, wie weit das gehen kann und sehr penetrant ist in dem, was er tut. Nee, ansonsten ist er sehr nett. Also wenn er jemanden kennt, ist er total anhänglich, verschmust, sehr gelehrig, hat auch Bock, was zu tun. Sehr neugierig. Ja, frisst für sein Leben gern. Ist in Bayern eine Kategorie 2. Dementsprechend musste er noch einen Wesenstest machen. Also der kam zu uns ohne Wesenstest. Aber ich denke, wenn man ein bisschen mit ihm arbeitet, kann er das gut. Für alle Fälle wurde Ihnen präsentiert von der Barf Ranch, Ihr Experte für die individuelle Ernährung Ihrer Fellnasen in Nürnberg und Gunzenhausen.